Bruchteile berechnen, nochmal schnell, warum? Das gab heute Diskussionen. 25 Euro mal 2 Fünftel, also 2 Fünftel Teile von 25 Euro sind 10 Euro. Wir haben das dann durchdiskutiert, das ging dann aber nochmal zusammengefasst. Sagen wir mal anders, wir gehen mal hier auf diesen rechten Teil. Ich habe 6 Kugeln. Wenn ich sage, 2 Kugeln plus 2 plus noch 2 Kugeln sind 2 Kugeln mal 3. Okay, ich kann auch die 6 Kugeln in 3 gleiche Teile teilen. Dann sage ich 6 Kugeln durch 3. Das heißt also, in 3 Teile, jedes Teil ist ein Drittel, kommt von 3. Viertel von 4, Fünftel von 5 und so weiter. Also ein Drittel von 6 Kugeln sind 2 Kugeln. Wie man das einfach rechnet, dass man das nicht mit von schreibt, sondern wie unsere 5-Klässler das schon machen, auch so. Das zeige ich mal ganz kurz. Ich kürze mal Kugeln mit K ab. Oder noch eine Kleinigkeit. Gehen wir nochmal hier auf diesen rechten Teil. Ich sage es nochmal, wiederholt. 6 durch 3, das ist die Textschreibweise, weil man alles in einer Zeile schreiben kann. Oder ich sage manchmal auch lustigerweise Babyschreibweise so. 6 durch 3 darf ich auch so schreiben. Der Bruchstrich bedeutet durch. Leute, guckt mal auf die Links hier, wenn es um Brüche geht und so weiter. Dieses Video wartet hier, das ist kein Problem. Notfalls mal mit dem Finger oder mit der Maus hier oben hingehen, da erscheint ein i, draufklicken, ne? Dann kann man gucken und sich da nochmal tiefer weiterbilden. Ich kann auch sagen, 6 durch 3, das schreibe ich mal 6 durch 3 so hin und nehme oben mal 1, dann ändert sich nichts. Ne? 6 mal 1 durch 3 bleibt es. Dann habe ich hier 6 mal 1 durch 3. Ich habe jetzt mal diese 3 ein bisschen weiter nach rechts geschrieben. Und 6 mal 1 bleibt 6, durch 3 ist 2. Ich kann aber auch sagen, warte mal, ich kann das mal abtrennen hier. Das ist so wie 6 mal 1 durch 3. 6 mal 1 durch 3 abgeteilt. Oder 6 mal 1 Drittel, darf man auch sagen, ist auch 2. Schöner ist aber zum Rechnen, 6 mal 1 durch 3 so hinzuschreiben. Also so auf diese Art hier, am besten die 3 in die Mitte. Jetzt kann ich doch Folgendes sagen. Entweder ich sage zu Anfang 6 mal 1 bleibt 6, durch 3 ist 2. Oder ich sage gleich 6 durch 3 ist 2 mal 1 bleibt 2. Gucken wir uns das mal hier an. 6 Kugeln. Jetzt möchte ich aber mal 2 Drittelteile haben. Also ich möchte praktisch 1, 2, 3, 4 Teile raus haben. Das geht so. Entweder ich sage 6 mal 2 ist 12, durch 3 ist 4 Kugeln. Oder ich sage 6 durch 3 ist 2 mal 2 ist auch 4 Kugeln. Nächstes Beispiel. 12 Euro mal 3 durch 4. Oma sagt, ich habe da 12 Euro und du warst immer lieb, kriegst 3 Viertel und du kriegst nur ein Viertel. Also, jetzt fragt er sich, der 3 Viertel bekommt. Ich könnte rechnen 12 mal 3. Naja, das ist nicht gerade das kleine 1x1, aber wenn man das weiß, das sind 36 Euro. Durch 4 sind 9 Euro. Oder ich rechne vorteilhafter leichter mit einem kleinen 1x1. 12 durch 4, aha, ist 3 mal 3, ist auch 9. In diesem Fall Euro. Ich lasse jetzt mal Euro oder Ähnliches weg. Wir machen es jetzt mal bloß mit Zahlen. Wenn ich sage 18 mal 2, dann muss ich das große 1x1 so ein bisschen können. Oder ich sage 18 durch 9, es geht leichter. 18 durch 9 ist 2, mal 2 ist 4. Probieren wir mal, ob das stimmt. 18 mal 2 ist 36, durch 9, ne, ist 4. 64 mal 3 rechnen ist noch aufwendiger. Dann sage ich doch 64 durch 8, das geht gut, ist 8 mal 3 ist 24. Alles klar? Man muss natürlich das 1x1 können. Wir haben hier schicke Übungsvideos, wie man das 1x1 lernen kann. Hier. Guckt euch das mal an. Ich fertige jetzt zum Schluss auch einen Link zu einem Übungsvideo an. Das sieht dann so aus. Ich habe lauter Übungsaufgaben und ihr rechnet die und hinterher vergleichen wir. Ich erkläre dann nur noch ein ganz bisschen dazu. Also, das bis dahin. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.